So, komplett ungeschnitten hier. Willkommen zurück auf dem Stylus Uncut Channel. Heute schauen wir uns das Video von Vincent an, der hochgeladen hat. Ich durfte MW3 spielen und habe exklusive News in Klammern Movement Perks, Zombies und so weiter und so fort. Wir gehen direkt rein und wir gucken uns an, was der liebe Vincent uns so zu sagen hat. Der scheint auf jeden Fall gut braun geworden zu sein. Ich wurde von Activision nach San Francisco eingeladen, um das neue Call of Duty MW3 zu sehen. Und was ich da sehen durfte, war einfach krank. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Frau Diesel. Ganz kurz als erstes, ich wurde nicht eingeladen nach San Francisco. Ich bin sehr traurig darüber, aber ich gönne es natürlich Vincent sehr, ne? Das ist unfassbar krass. Er hat es natürlich für seinen Grind auch absolut verdient. Ich wäre auch gerne dort gewesen, sage ich, wie es ist. Ich hätte auch gerne so ein Video gemacht, aber wir gucken es uns natürlich auch sehr gerne bei Vincent an und schaut auf jeden Fall auch gerne bei Vincent vorbei und lasst da gerne auch ein Abo da. Sehr, dass ihr hier seid. Ich habe heute super wichtige Informationen zu MW3 für euch. Also es gab schon ein paar Leaks, die wirklich teilweise sehr akkurat waren, aber das, was ihr heute in diesem Video erfahren werdet, so in die Tiefe ist bis jetzt noch niemand gegangen. Kurz zur Gliederung zu diesem Video. Ich werde anfangen mit der teilweise relativ innovativen Kampagne. Daraufhin werden wir zum Multiplayer übergehen, dann zum Multiplayer Gameplay. Das ist die Sektion, die mich persönlich, als ich das gehört habe, am meisten gefreut hat. Und zu guter Letzt zum absolut neuen und innovativen Zombie-Modus. Hallo? Geht's hier... Hat er gerade eine Gliederung gemacht? Sind wir Schule wieder? Also jetzt, mir gefällt die Gliederung schon mal sehr gut. Ich hoffe, es werden noch Bilder benutzt später. Das ist wild. Ist sehr leise. Also gut, ich würde sagen, wir fangen so mit dem Allgemeinen an. Alles, was sie in MW2 gekauft, erspielt, collected hat, wird auf MW3 übertragen. Das heißt auch Charakter oder Skins, die ihr im Shop gekauft habt, alles, was ihr gespielt habt, alles wird zu MW3 übertragen. Auch Attachments. Das heißt, auch Waffenaufsätze, die ihr im MW2 erspielt habt, werden auf Waffen, die in MW3 sind, spielbar sein. Genauso ebenfalls Das dachte ich, by the way, nicht, dass das so ist. Wir hatten auch einen Call und ich dachte, diese Frage wurde gestellt und wurde als Nein beantwortet, weil, also das, was er gerade gesagt hat mit den Aufsätzen, das wäre ja schrecklich, wenn alle MW2-Aufsätze auch für MW3-Waffen verfügbar wären, dann wäre es ja so, dass man für jede Waffe 1 Million Aufsätze hat. Weil du hast ja schon die MW2-Aufsätze, die 43 Unterläufe oder die es da gibt mit F-Tag, Ripper, was auch immer, wie die alle heißen, die alle eh unnötig sind, weil du eh nur einen oder zwei Unterläufe spielst. Und wenn dann noch in MW3 mehr Aufsätze dazukommen, dann wäre es schrecklich. Also das fände ich eine beschissene Änderung, to be honest. Das wäre das erste L, um ehrlich zu sein. Wenn du die Aufsätze auch auf MW3-Waffen spielen könntest. Attachments, die in MW3 erspielen werdet, werden auf MW2-Waffen spielbar sein. Dann noch was Wichtiges vorab, das wirklich die meisten von euch freuen wird. Das Movement wurde grundauf verändert. Es ist alles unglaublich smooth. Also das ist wie das MW 2019 Movement, nur noch mal wirklich sehr viel besser. Es ist schnelleres Hochklettern, direktes Schießen nach dem Sliden. Mit einem Perk nach dem Sliden? Sogar im Aber das ist auch eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Direktes Schießen nach dem Sliden oder während dem Sliden? Weil du konntest doch... Konntest du nicht in MW 2019, gutes Standbild, by the way, während dem Sliden schießen, aber schnelleres Drüberklettern, während dem Drüberklettern schießen, sowas, das geht alles, nicht mehr so abgehackt und kacke, wie es in MW2 ist? Sliden, ins Visier gehen und damit schießen. Der Taktiksprint wurde länger gemacht und er lädt sich auch effizienter auf. Und die Strafe-Geschwindigkeit wurde ebenfalls erhöht. Jetzt aber rüber. Strafe-Geschwindigkeit ist übrigens im Visier, wie schnell man da läuft. Auch sehr, sehr wichtig, war auch kacke in MW2. Und es gibt wirklich einen Perk. Wenn man slidet, kann man mit diesem Perk ins Visier gehen, während dem Sliden. Das klingt sehr bodenlos. Und während dem normalen Sprint lädt sich der Taktiksprint auch auf. Also, das ist wirklich MW 2019 Movement komplett on crack. Moncrazer. Über zur Kampagne. Das ist eine direkte Fortsetzung der MW2-Kampagne. Das heißt, dasselbe Universum, dieselbe Timeline, nur halt eben eine Fortsetzung. Die letztjährige MW2-Story hat gegen Ende teilweise mehr Fragen offengelegt, als sie tatsächlich beantwortet hat. Die werden dann aber tatsächlich in MW3 beantwortet. Die Locations der Kampagne beinhalten Fan-Favorites wie Prison, den Gulag oder Damm aus Verdansk, sowie auch Sehenswürdigkeiten aus Europa und dem Mittleren Osten. Im eiskalten Sibirien wird auch etwas spielen, St. Petersburg, London und viele mehr. Könnt ihr euch noch an diesen Flugzeug-Hijack-Trailer aus MW2 erinnern? Der wird in MW3 tatsächlich spielbar sein. Nun das Wichtigste zur Story. Makarov, den wir aus den vorherigen MW2 und MW3 Teilen schon geben, wird als Antagonist wiederkehren. Makarov übernimmt die Kontrolle einer privaten Armee und führt eine Reihe von tödlichen...
Ich muss an der Stelle wirklich sagen, es ist halt wirklich ein Schulvortrag. Ne? Ich liebe Vincent dafür, dass er es so gemacht hat, aber es ist schon sehr wild. Ne? Also er sagt es ja nicht so in seinen eigenen Worten, sondern er hat sich wirklich ein Skript geschrieben und er liest es Satz für Satz vor und hat das zusammengeschnitten. Das ist wirklich wild. Holz Flag Operations durch. Er verwendet chemische Sprengköpfe und schiebt diese Angriffe auf Pharah und Amerika, daher False Flag, weil er die Angriffe auf andere schiebt und führt die Welt an den Rand des Krieges. Jetzt aber eine crazy Änderung, die es in Call of Duty-Kampagnen noch nie gab. Es gibt Open Combat Missions. Das heißt Missionen, die player-directed sind, die ihr selbst beeinflussen könnt. Ihr könnt sie Stealth spielen, also ihr rüstet Schalldämpfer aus und Nachtsichtkamera. Ihr könnt aber auch komplett laut reingehen. Ihr rüstet ein paar extra Westen aus, eure besten Waffen und geht Full Ham. Ihr könnt Das ist halt, also das werde ich in jeder Mission genau so machen. Endlich wieder ADHS-Movement, ja, ich freue mich auch auf die TikToks. Ich freue mich auf die TikToks. Ich habe die MW2-Kampagne gespielt, ja, ich spiele jede COD-Kampagne. Aber auch einen Mix aus beiden machen, das sei euch überlassen. Die Hälfte der Missionen werden Cinematic-Missionen sein, wie ihr sie bis jetzt kanntet. Also ganz reguläre Missionen, wo am Anfang eine Cinematic ist, dann in der Mitte einfach nur die Mission, wo ihr einfach spielt und am Ende dann auch noch eine Cinematic. Und die andere Hälfte werden Open-Combat-Missionen sein. Dann gehen wir jetzt rüber zum Multiplayer. Zum Start von MW3 werden 16 6 gegen 6 Maps zur Verfügung stehen. Das sind alle 16 aus dem alten MW2-Teil, nur einfach überarbeitet und verbessert. Es wird außerdem drei brandneue Ground War Maps geben und für die Leute. Aber das weiß ich auch schon. Also, er hat gerade gesagt, überarbeitet und verbessert, als wären die Maps abgeändert worden. Die sind eins zu eins vom Aufbau her wie damals, nur halt optisch verbessert und an ein paar Stellen wahrscheinlich Glitches und sowas behoben. So, ne? Sowas ist gemeint. Aber die sind jetzt nicht remastered, wie beispielsweise Crash in MW 2019, wo es dann auch Türen und sowas noch zusätzlich gibt. Glaube ich. Ich hoffe, es gibt keine Türen. Leute, die 2017 World War 2 Call of Duty gespielt haben, wird der War-Modus, der Kriegsmodus, ein Begriff sein, Boah, denn der so kommt geil der wieder. Modus. Es werden außerdem jede Season neue Maps ins Spiel dazukommen, in jeder Größe, sei es Ground War, War oder 6 gegen 6 Maps, es werden immer neue Maps dazukommen. Die Modes, die von Anfang an verfügbar sein werden, sind Ground War, War Mode, Cutthroat, also neuer Mode, der ist eliminiert. Mission-based, 3 gegen 3 gegen 3, ergo 9 Spieler auf der Map, 3 Teams, a 3 Spieler, alle gegeneinander, wer die meisten Kills macht. Es wird außerdem alle Classic 6 gegen 6. Das ist Multiteam aus Black Ops 2, wer es noch da von damals kennt übrigens. Ich habe es auch vorhin schon gesagt im Stream, aber ich möchte das hier nochmal auf Video auch haben für das YouTube-Video. Ich werde im Jahr 2023 auf Terminal in Multiteam mit einer ACR, ACR ist auch schon geleakt, kommt auf jeden Fall, Slide-cancelnd meine Gegner spawn-trappen. Ich will diese 5 Punkte da auch einfach mal an einer Hand, ne, aufgezählt haben. Das wird passieren. Das wird passieren. Modi geben und es werden neue Modi ab Live-Season zur Verfügung stehen. Jetzt zum Multiplayer-Gameplay. Das wird euch sehr, sehr freuen. Vor allem die ganzen Call of Duty-Atzen, die schon seit Ewigkeiten Call of Duty spielen. Es wird ein Map-Voting geben. Auch wichtig. Er hat einfach das damalige MW3 genommen. Für was würdet ihr hier stimmen? Schon für Mission, oder? Also schon ganz klar Mission. Downturn, schon eine Kackmap gewesen. MW3 wäre in den heutigen CODs wahrscheinlich mit einer der besten Maps, aber Mission schon besser als Downturn, ne? Wobei Downturn gab es auch einen sehr bodenlosen Spawn-Trap da hinten in der Ecke. Hier, also da. Das heißt, ihr könnt nach einer Runde jedes Mal auswählen, welche Map ihr als nächstes spielen wollt. Dann ist An der Stelle auch dämlichste Idee jemals, das rauszunehmen. Ist endlich wieder da. Ich habe keine Ahnung, warum es rausgenommen wurde in Ja. MW2. Wenn du ohne Schalldämpfer schießt, wirst du auf der Map angezeigt. Wenn du mit Schalldämpfer schießt, wirst du nicht angezeigt. Genauso wie es sein sollte. Ich weiß nicht, warum es rausgenommen wurde. Es wird außerdem ein Weil Ninja Infinity bzw. Ward. Dead Silence Perk zum Anschleichen geben. Das ist das, was sich schon Leute seit Ewigkeiten jetzt gewünscht haben. Und es wird tatsächlich in MW3 integriert kommen. Das Ziel von MW3 war es, eine smooth, reactive und responsive Experience zu bieten. Das hat man jetzt tatsächlich geschafft, weil man kann wirklich fast alles canceln. Sei es Slide Cancel, Grenade Canceling oder Reload Canceling. Man kann fast alles canceln. Das Leben wurde außerdem von 100 HP auf 150 erhöht, was das Skill Gap definitiv erhöhen könnte. Also für gute Spieler safe recht gut. Es wird außerdem statt. Bro, das ist das erste Mal, dass wir in einem Nicht-Treyarch-Teil eine höhere TTK bekommen, oder? Also auch mit mehr Leben und so. Also das ist wirklich crazy. 150 Leben. 150 Leben. Mit dem ganzen Movement und allem möglichen drum und dran. Mir hätte es ohne Scheiß auch schon mit 100 HP, mit der geringen TTK, hätte ich schon gesagt, ey, nehme ich. Super Sache. 150 HP sogar noch zusätzlich. Das wird bodenlos. Perks Echtweltausrüstungen bzw. Kleidung geben. Es wird Woher kam eigentlich deren Erleuchtung? Die haben doch irgendwas vor, die kleinen Miesen.
Sledgehammer. Das ist halt Sledgehammer Games und die Erleuchtung kommt vielleicht irgendwann im Jahr 2030 auch zu Infinity Ward oder so. Aber die sind halt einfach stur und wollen. Lass es mich in andere Worte fassen. Sledgehammer Games möchte ein Game machen, was der Community gefällt. Und Infinity Ward möchte immer Games machen, die den Spielern gefällt, die einmal die Woche spielen und dann wirklich überhaupt keinen Skill brauchen, um trotzdem Erfolge zu haben. Das ist so die danach richtet sich so Infinity Ward immer und Sledgehammer denkt sich, okay, wir müssen was machen, was unserer Community, unseren Main-Spielern gefällt und halt auch irgendwo einsteigerfreundlich ist für die anderen, so, ne? So, und das ist halt. Bei Infinity Ward muss man dann einfach loslassen, muss man einfach so sagen, wie es ist. Die haben auch den ganzen Hate, die sie jetzt die letzten Jahre bekommen haben, in meinen Augen absolut verdient, weil sie haben wirklich einfach in der Führungsebene, da sitzen mit Sicherheit Leute, die wirklich Spiele programmieren können, die gut sind, die talentiert sind auch, ne, von den Devs, aber die Führungsebene, die da die Entscheidung treffen, die haben wirklich in meinen Augen die letzten Jahre fast alles falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Da müssen andere Studios mitgearbeitet haben, Warzone 1 so gut zu machen. Das war entweder ein Außersehen oder sonst irgendwas, aber bei Infinity Ward wirklich, ja, ganz komisch. Es wird keinen Perkslot 1, 2 und 3 mehr geben, sondern es wird stattdessen über den auswählbaren Waffen wird eine Weste stehen. Das heißt, das ist euer. Da bin ich jetzt kurz raus gewesen, was? Keinen Perkslot 1, 2 und 3 mehr geben, sondern es wird stattdessen über den auswählbaren Waffen wird eine Weste stehen. Das heißt, das ist euer erstes Perk. Dann gibt es rechts statt Perks 1, 2 und 3 gibt es einmal Schuhe, es gibt einen Helm und es. Entschuldigung? Hallo? Es gibt noch was Drittes, was ich leider vergessen habe. Das heißt, in Summe gibt es 4 Perks, die ihr auswählen könnt. Einmal, wie gesagt, diese Weste über den Waffen und dann noch diese 3 Kleidungssachen, die man auch noch auswählen kann. Und dann unter den Schuhen ist zum Beispiel dieses Ninja-Perk zur Verfügung. Es wird außerdem neue Echtwelt-Perks geben. Also für die Leute, die es. Scheiße. Stark, Vincent. Für die Leute, die es jetzt gerade nicht verstanden haben, die Perks sind nicht mehr quasi, keine Ahnung, blau, rot, gelbes Perk, Perk 1, 2, 3, sondern die sind halt gebunden an euer Equipment. Es gibt einen Helm, da ist dann, weiß ich nicht, KRD, Sprengschutz oder sowas, kannst du auswählen. Bei Füße kannst du, keine Ahnung, Leichtgewicht, schneller sprinten oder sowas oder Tonschillen sowas auswählen. Es ist halt quasi eher so gekoppelt an eure Ausrüstung. Bro, wie random war das gerade? Also, was ist das? Die ihr auswählen könnt. Und dann noch diese 3 Kleidungssachen, die man auch noch auswählen kann. Und dann unter den Schuhen ist zum Beispiel dieses Ninja-Perk zur Verfügung. Es wird außerdem neue Echtwelt-Perks geben, wie zum Beispiel einen Signal-Jammer, den es in echt auch gibt. Der verzögert einfach Granaten oder Explosive von Gegnern. Außerdem wird es einen Laser-Detektor geben, der einfach die Laser von Gegnern auf deren Waffen anzeigt. Deswegen muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, ob es noch Sinn macht, Laser mitzunehmen auf den Waffen. Es wird außerdem neue Ausrüstungen geben, da werde ich dann einfach nur ablesen, weil es ist echt viel. Es wird einmal eine Preacher-Drohne geben. Den hat man wie so einen Football in der Hand, wirft ihn einfach geradeaus und wenn in der Luftlinie ein Gegner ist, springt diese Preacher-Drohne auf den Gegner drauf und explodiert. Es wird außerdem eine neue Killstreak, die Moskito-Drohne geben. Die wirft man einfach über sich in die Luft, dann patrouilliert die einfach nur die Region. Und sobald ein Gegner in dieser Region, einfach in dieser Area rumläuft, springt ihr auf den Gegner drauf und explodiert. Also 2 schon mal Explosive Killstreaks bzw. Ausrüstungen. Dann 2 Bullshit-Sachen an der Stelle schon mal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann hat man noch eine super krasse Ausrüstung, die man auf einen Capture-Point wirft. Dazu haben wir noch keinen Namen bekommen. Dieser Capture-Point wird dann automatisch eingenommen. Das heißt, ihr müsst nicht auf diesem Punkt draufstehen, sondern ihr wirft einfach nur diese Ausrüstung auf den Punkt und dann wird es automatisch eingenommen. Das wird safe übrigens gesperrt sein in Competitive, das habe ich schon gelesen. Das ist wie wenn ein Spieler einfach nur draufsteht. Das ist doch wie bei BO2, dieser Schwarm, du meinst die Hunter-Killer-Drohne. Nee, das ist ja, du wirfst das in die Luft und der sucht sich auf der Map irgendwas. Das, was er gerade gesagt hat, ist, das fliegt einfach nur wirklich geradeaus und wenn dann irgendein Gegner durchläuft oder sowas, dann explodiert das Teil. Oder mit dem ersten Hindernis, wo es dagegen fliegt oder so, vielleicht sowas. Aber der Schwarm bzw. die Hunter-Killer-Drohne hat sich ja wirklich aktiv einen Gegner gesucht und ist so lange durch die Luft geflogen, bis sie den Gegner gefunden hat. Das ist ein bisschen was anderes. 2 Huge Ls. Ja, wir wissen aber, muss man auch an der Stelle sagen, sondern es gibt immer Sachen, die Bullshit sind in COD. COD kann nicht ohne full 100% alles Skill geben und sowas. Es muss auch Casual und Bullshit geben. So, ne? Das gab es in jedem COD, auch in Black Ops 2. Steht, wenn ihr euch jetzt zu dieser Ausrüstung dazu stellt, zählt das dann als 2 Leute auf diesen Capture Point und nimmt deswegen doppelt so schnell ein. Das es wird außerdem eigentlich eine Ausrüstung geben, die Geist für dein gesamtes Team in einem Bereich gibt.
Das heißt, ihr könnt nicht mehr auf der Karte angezeigt werden, euer ganzes Team nicht. Dann nochmal etwas ganz Neues, was es meines Erachtens nach so in Call of Duty noch nie gab, und zwar Aftermarket Parts. Die sind in-game durch Challenges freischaltbar, wurde uns zumindest so gesagt. Ich nehme sehr stark an, man wird sie auch im Shop kaufen können. Das sind einfach, die verändern deine Waffe so drastisch, dass man selbst aus einer Pistole eine SMG bzw. teilweise AR machen kann. Sodass eben eure Secondary plötzlich zu einer Primary wird und ihr nicht Overkill mitnehmen müsst, sondern was anderes. Also eure Waffe wird einfach drastisch zu etwas ganz anderem gemacht. Es wird auch etwas geben, das sich Tech Stance nennt. Das ist so ein Mittelding zwischen ADS. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was? Was kann ich mit meinen Sekundärwaffen machen? Na gut, we will see, I guess. Aber das ist jetzt sehr interessant. Das ist so eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden, weil es da meiner Meinung nach keine Notwendigkeit für gab. Aber es gibt was Neues zwischen im Visier. Also ihr kennt ja aus COD. Ihr schießt aus der Hüfte oder ihr schießt im Visier. Es gibt diese zwei Sachen. Und jetzt wird es noch was dazwischen geben. Das heißt Tech Stance. Und das erklärt jetzt Vincent. Das ist so ein Mittelding zwischen ADS und Hipfire. Da haltet ihr eure Waffe so ein bisschen seitlich, habt auch einen Crosshair vor euch. Und dadurch habt ihr einfach so ein bisschen mehr Movement beim Schießen, ohne dabei Präzision aufgeben zu müssen. Der Tech Stance ist auch schneller im Visier, als tatsächlich ins ADS zu gehen. Und weil ich Movement jetzt gerade schon angeschnitten habe, ich habe es vor... Das ist safe richtig geil dann für Close Range und Movement und sowas. Ich frage mich jetzt aber gerade, wie ich das auf meinem Controller mache. Also drücke ich doppelt dann irgendwie Visier oder so? Wie mache ich das? Also was muss ich drücken, um dieses Tech Stance zu machen? Was muss ich drücken, um ins Visier zu gehen? Ich hoffe, ins Visier zu gehen ist trotzdem einmal L2 gedrückt halten. Keine Ahnung. Aber es sah auf jeden Fall auf den Bildern immer so aus wie der gekippte Laser. Den kennt ihr bestimmt aus MW 2019 sowas, wo du nicht ins Visier gehen kannst, sondern wo dann die Waffe nur so kippt. Das ist ja auch schon ein Visier gewesen, beziehungsweise Visier, ne? Die Frage ist bloß, wie wird das von der Steuerung her funktionieren? Vorher auch schon so ein bisschen erwähnt, Movement wird auf jeden Fall um einiges smoother gemacht werden, was, denke ich, für gute Spieler auf jeden Fall sehr gut sein wird. Und man wird sich auf jeden Fall von schlechten Spielern durch das... Man kann wohl mit einer anderen Taste umschalten, ob Tech oder ADS. Okay, vielleicht Pfeil drücken oder so. Ja, aber dann ist das ja auch Close Range nicht... Also dann kannst du es ja bei Controllern nicht mit in dein Gameplay einbauen eigentlich aktiv, oder? Wenn du eine Pfeiltaste drücken musst. Movement stark abkapseln können. Dann jetzt zu guter Letzt zum Zombie-Modus, den es so absolut noch nie in Call of Duty gab. Das Real ist Talk, so innovativ. Ich weiß auch schon alles zum Zombie-Modus, das klingt wirklich interessant. Also ich war nie der große Zombie-Fan. Ich weiß, dass alle Zombie-Fans immer sauer sind, weil nicht Round-Based zurückkommt, wie Standard quasi in den Treyarch-Teilen, so, ne? Aber für mich klingt der Zombie-Modus echt interessant. Tief, sowas hatten wir noch nie. Es ist eine absolut neue Open-World-Experience auf der bis jetzt größten Zombies-Map. Normalerweise gab es nur maximal 4 Spieler in einem Squad. Auf dieser Open-World-Map wird es insgesamt bis zu 24 Spielern geben können. In jeweils maximal 6er-Squads, dennoch Player vs. Environment. Das heißt, ihr spielt nicht gegen diese 24 anderen Leute, sondern ihr spielt alle zusammen gegen die Zombies, gegen die Welt. Es ist also die größte Koop-Experience, die es bis jetzt in Call of Duty gab. Der Zombie-Modus wird außerdem eine vollwertige Story beinhalten. Ihr erledigt Missionen und Aufträge mit immer wieder aufploppenden Cinematics. Es wird mehrere Zonen geben mit einem Epizentrum in der Mitte, wo sich der Zombie-Virus eben verbreitet hat. Der Zombie-Modus ist Extraction-based, so wie DMZ. Zu DMZ wurde uns, by the way, absolut nichts gesagt. Also ich schätze, in MW3 wird es kein DMZ geben, stattdessen eben diesen Zombie-Modus. Zu diesen Zonen nochmal, das sind Regionen mit verschiedener Schwierigkeit, mit dem Zentrum als schwierigste Region. Pro Run etwa eine Stunde Zeit, die Welt zu erkunden, bis der Aetherstorm sich verbreitet. Bis dahin muss man exfiltriert haben. Man startet in der Low-Threat-Zone am Rand der Karte. Dort findet man normale... Das ist logischerweise, das ist Al-Masra und einfach nur ein Beispielbild. Es wird nicht auf Al-Masra stattfinden. Zombies, aber auch die menschliche Fraktion. Das sind KIs, die ebenfalls looten und vordringen wollen. Dann kommt die Medium Area mit schwereren, größeren Zombies. Uns wurden davon Bilder gezeigt, das sind eher so Juggernauts von der Größe und Massivität her. Also ich denke, die werden auch sehr viel mehr schlucken als normale Zombies. Und die sahen schon wirklich sehr, sehr gut gemacht aus. Dann kommt die High Threat Zone, wo es wirklich komplett eskaliert und nicht einmal die menschliche Fraktion sich rantraut. Also da werdet ihr keine menschliche Fraktionsleute sehen. Hier sind die schwersten Zombies vertreten und wurden da auch Bilder gezeigt. Und da gab es teilweise so wirklich riesen Zombies mit 3 Köpfen, die in Flammen stehen. Es war krank. Also es wird auch sehr krank werden. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie das spielen lässt. Das, was ihr jetzt gerade seht, sicher gehört, dass es auf Al-Masra, es wird auf der neuen Warzone-Map spielen, hat Charlie Intel gepostet. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass es nicht Al-Masra sein wird, ne? Aber ja. Aber crazy
Also ich finde das interessant. Ich finde das Real Talk nice eigentlich, die Idee, so an den Zombie-Modus ranzugehen. Weil für mich ist Zombie-Modus halt wirklich, muss ich einfach so sagen, das war für mich nie so krass interessant. Ich weiß, da gibt es eine riesen Community dahinter. Aber ich finde, das klingt wirklich, wirklich interessant tatsächlich, der Zombie-Modus. Also es klingt wirklich cool. Als könnte man den wirklich ab und zu mal so, ach komm, lass mal eine Runde Zombie spielen. Sagt er gleich, Chris. Es war Chris. Krank. Also es wird auch Beispielkarte. Ich habe euch das einfach mal gespannt, wie sie das spielen lässt. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist eine Beispielkarte. Ich habe euch das einfach mal mit Almaster so ungefähr eingezeichnet, wie wir es gesehen haben. Wir haben es aber mit einer ganz neuen Karte, die wir bis jetzt noch nie in Call of Duty oder Warzone hatten. Jetzt aber mit Almaster wollte ich es nur ein bisschen mal verbildlichen, damit ihr wisst, wie es ungefähr aussehen kann. Ich denke aber auch, die Karte, die wir dann gesehen haben für den Zombie-Modus, das könnte tatsächlich auch die neue Warzone-Karte sein. Haben auch viele vermutet, die tatsächlich vor Ort waren. Jetzt nochmal zur menschlichen Fraktion. Das ist das erste Mal, dass menschliche KIs in einem Zombie-Modus vertreten sind. Sie bekämpfen sowohl Zombies als auch euch. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur darum kümmern, nicht von Zombies zu sterben, sondern ihr dürft auch von dieser menschlichen Fraktion nicht sterben. Ihr müsst aber nicht nur immer Zombies bekämpfen, ihr könnt auch eine ganze... Was sind das für Nutten-Menschen da? Warum feinden die mit Zombies und mir? Bruder, wir haben doch gemeinsam Feind! Runde gar keine Zombies bekämpfen, stattdessen nur auf diese menschliche Fraktion gehen und die dann killen und looten. Es wird wie in jedem Zombie-Modus wieder Secrets geben, die ihr nicht discovern müsst, aber könnt. Diese Belohnungen, geil, die ihr im Zombie-Modus bekommen könnt, wird als Essence beschrieben. Die bekommt ihr durch das Vollbringen von Aufträgen, durch das Killen von Zombies oder einfach durch Loot in der Umgebung. Durch diese Essence könnt ihr euch nach dem Extra ein paar Sachen kaufen, wie zum Beispiel ganz reguläre Ausrüstungen wie Muniboxen und Buystations, aber auch Zombie-Core-Mechanics wie Pack-a-Punch, Perk-Maschinen, Mystery-Boxen und viel mehr. Dann gehen meine Notizen auch dem Ende. Ich muss ehrlich sagen, von dem, was ich bis jetzt... Ey, also ich bin ganz ehrlich, das klingt für mich halt, also wenn die jetzt angekündigt hätten, ganz normaler, rundenbasierter Zombie-Modus, hätten sich wahrscheinlich viel mehr Leute gefreut, aber für mich klingt das wirklich viel interessanter. Muss ich einfach so sagen. Als jemand, der wirklich den Zombie-Modus nie krass gefeiert hat, I'm sorry an der Stelle, ne, ich bin wahrscheinlich jetzt hier Kulturbanause für viele von euch, klingt das für mich ehrlich cool, oder? Also ich find's klingt wirklich nice. Gesehen und gehört habe, hört sich das unglaublich gut an. Ich bin schon so gespannt, wie sich das alles spielen lässt. Vor allem dieser Zombie-Modus, ich weiß nicht. Es klingt irgendwie ein bisschen absurd, aber es klingt auch relativ gut, muss ich zugeben. Lasst mich aber gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Würde mich sehr interessieren, was da eure Meinung zu ist. Ich kann aber overall einfach nur sagen, dass ich sehr gespannt bin und mich irrsinnig schon auf Oktober freue. Lasst aber gern vorab noch ein Abo da, falls ihr noch nicht gemacht haben solltet. Ich bedanke mich. Haben wir gemacht. Ey, es klingt ohne Scheiß eigentlich echt gut. Also, ich meine, ne, klar, natürlich, das eine oder andere ist natürlich wieder ein bisschen Bullshit, aber das gehört auch zu COD ein bisschen dazu, sage ich jetzt einfach mal, ne, mit den Granaten und sowas. Aber es klingt für mich persönlich, es klingt positiv. Ich bin sehr gespannt auf die Beta und dann auch auf den Release. Ich glaube, overall können wir uns auf jeden Fall mehr freuen als auf MW2. Das war ja wirklich ein Reinfall. Ich glaube, schlimmer kann es nicht werden. Naja, gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Vincent vorbei. Lasst hier ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da und natürlich bei Vincent auch. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao.